Hallo, herzlich willkommen, willkommen. Willkommen. zum Fusion Cup in Mainz. Ja, let's go. Im Moment ist vorne eine kleine Ansage, wie das Turnier heute ablaufen wird, was es zu gewinnen gibt. Der Fusion Cup ist eigentlich ein sehr, sehr freundlicher Cup, würde ich sagen, oder? Ja, relativ einfach. Es ist halt eine sehr offene Meta vor allem. Ja. Also und dann hat man eben wirklich... Hey Marco! Hallo! Ja, es gibt halt das Problem, dass es sehr viele Alternativen gibt zu nahezu allem. Man hat sehr viele Sidepicks und Sidegrades. Und das macht die Meta halt ziemlich komplex eigentlich größtenteils. Weil zum Beispiel Bronzong ist ein Anti-Flyer. Mhm. Aber Bronzong gewinnt auch gut gegen die Pflanzen, während Probopass da halt teilweise Probleme hat zum Beispiel. Okay. Aber wir werden ganz viel Altaria sehen. Wir werden ganz viele Noctul. Das sind die zwei also Go-To-Flug-Pokémon in diesem Cup. Aber genau. Ich persönlich finde Noctul besser, weil es halt den Blizzard tanken kann von Whiscash. Und das ist sehr wichtig in diesem Cup. Genau, also diesen Barsch werden wir sehen. Das ist Whiscash. Den Wels wird jeder dabei haben, genau. So ziemlich jeder wird ein Gras-Pokémon spielen, weil halt jeder Whiscash spielen wird und dann brauchen Leute halt einen guten Konter dagegen. Halt Mudboy hat eine doppelte Pflanzenschwäche, deswegen werden so ziemlich alle eine Pflanze spielen. Ja, aber ich meine gehört zu haben, dass The Nut keine Pflanze dabei hat. The Nut hatte keine Pflanze dabei. Ja, mein ich gehört zu haben. Es gibt Leute, die Double Mudboy spielen und dagegen hat man dann halt ein Problem. Da muss man dann halt die Flug-Pokémon gut benutzen. Ja. Feuer-Pokémon, die spielen halt eine große Rolle, vor allem im Tanken der Anti-Flyer außer Probopass, weil das hat Rock-Throw. Das kontert die Feuer-Pokémon dann auch wieder ganz gut. Das heißt, wie in der Meta abgebildet, wird man wahrscheinlich Glurak hin und wieder mal sehen. Glurak hin und wieder, oder eher Alola Knogger, denke ich. Die sind halt auch beide sehr gut gegen die Pflanzen natürlich, außer gegen Tengulist. Das ist ein recht neutrales Matchup gegen Knogger, weil Knogger hat keine Feuerladeattacke. Tengulist aber Unlichtattacken. Deswegen, das ist ein recht interessantes Matchup. Ja, also Tengulist oder Bisasam werden wir als Pflanze sehen. Entschuldigung, ich bin ein bisschen verkatert und ja. Ja, Bisaflor ist halt recht spammy mit den Flora-Statuen und kann mit dem Wine Whip schon guten Schaden machen und ist halt sehr gut gegen Charmer vor allem, weil es halt durch seinen Gift-Type resistet und durch seine Gift-Matschbombe sehr effektiv reinhaut. Tengulist ist genau das Gegenteil, der verliert super hart gegen Charmer, weil er hat halt Unlicht-Sub-Type, Charm sehr effektiv, das stirbt sofort. Okay. Das stirbt ganz schnell weg. Ja. Dafür ist Tengulist halt besser gegen Bronzong. Bronzong vernichtet Bisaflor, Tengulist vernichtet Bronzong. Weil Tengulist halt einfach gar kein Problem mit Bronzong hat. Das resistet alle Moves, die Bronzong normalerweise spielt. Weil man hat Bulldoze und Psyshock. Mhm. Bulldoze wird resistet, Psyshock wird doppelresistet. Confusion, die Sofortattacke, wird auch doppelresistet. Ja. Deswegen Tengulist wallt das komplett. Ja. Ja, A-Slash ist auch ein sehr interessanter Anti-Flyer, Alola Zandama. Ah. Das Eis-Stahl-Pokémon. Ja. Das ist sehr gut gegen die Flug-Pokémon, weil es resistet halt und das ist sehr effektiv und das ist doppelt effektiv gegen Altaria. Ich hoffe, wir werden einige Kämpfe sehen, wo das dann auch tatsächlich mit dabei ist. Ich habe eins dabei. Aber ob du es benutzt, ist ja nochmal was anderes. Wahrscheinlich schon. Wir werden zwei Runden von Ilya sehen. Ja. Deswegen bin ich gespannt. Ja, also die meisten Leute werden halt wirklich mindestens ein Flug-Pokémon dabei haben. Ich bezweifle, dass irgendwer gar keins spielen wird. Check-in-Code wurde gerade bekannt gegeben. Der Ilya muss das jetzt eintragen. Dann stehen auch die Gegner gleich fest. Ja. Jetzt ist auch ganz still hier. Alle konzentriert. Ja. Ja, Mudboys eben außer Whiscash außer Velsa sind auch sehr interessant, vor allem Zumpex zum Beispiel, weil es halt ein sehr guter Konter gegen die Fire-Pokémon ist, gegen die Mudboys und auch ganz okay eigentlich gegen Noctu, weil es halt mit der Aquahobitze sehr viel Schaden macht. Und gegen die Pflanzen muss man dann halt eine Schlammwoge rausbekommen, wenn man in dem Matchup ist. Aber dann vernichtet man die halt auch komplett. Ja, warte. Danke. Wir werden vor Ort heute ein süßes kleines Bisasam verlosen. Und der Gewinner des Cups wird diesen Orden erhalten. Der wurde selbst gemacht von der lieben Sina. Ist ziemlich süß. Also finde ich echt ein guter Orden. Ja, der ist hübsch. Gell? Mit dem Gold um das Fusion-Logo herum, der sieht gut aus.
Ja, die meisten Teams werden dann eben aus Whiscash bestehen. Wahrscheinlich Noctu oder Altaria, einem Anti-Flug-Pokémon, einer Pflanze. Feuer-Pokémon nicht unbedingt, weil man braucht es nicht unbedingt. Und dann hat man halt noch einen zweiten Flex-Pick neben dem Feuer-Pokémon, das eben sowieso schon nicht unbedingt sein muss. Was da hat man zum Beispiel Quappo und andere, noch genau. Einen Anti-Flyer, noch ein Flug-Pokémon. Besteht, ist eben alles im Rahmen des Möglichen. Doppelgras sieht man seltener, aber kann man auch spielen. Vor allem dank Tangulus Subtype. Und es gibt ein cooles... Oh, ein Pikachu. Trostpreis quasi für den erfolglosesten... Für den erfolglosesten? Trainer heute. Das kommt dann so an das... Warte, ich will das Turnier nicht wichten und extra alles verlieren. Das kommt so an das Kabel. Jetzt geht das bei mir natürlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall mega süß. Ach so, das ist so. Das ist, ja, das kommt dann so ans Kabel und dann hängt der hier so dran. Mach mal dran. Man führt ihm quasi das Kabel von hinten ein. Wortwörtlich. Ist doch so, siehst ja an. Tobi! Tobi, komm. Ich glaube gewonnen. Nicht. Nein, ganz so schlecht bist du ja gar nicht. Ah, vielleicht extra. Oder mit Absicht, wie Ilias Masterplan jetzt ist, extra schlecht zu spielen. Nein, ich lass das. Das ist mein gewichteter Cup diesen Monat. Ich versuche alle zu besiegen. Genau. Auch die aktuell global rangige Nummer 2 Nuss. Ich glaube, ich mache mir gleich mal die Heizung hier an. Mir ist echt... Ich habe keine Ahnung. Ich krieg das nicht dran. Das ist komisch. Das Pikachu ist scheiße. Dienchen! Dienchen spielt mal wieder. ich werde davor gehen, kommentieren. Wahrscheinlich nicht so gut, weil ich Kopfweh habe und so. Das ist halt aber ich gebe mein Bestes. Vielleicht kann ja jemand in den Kommentaren mit mir kommentieren. Ja. Nicht für das Team jetzt, aber insgesamt. Verdammt, ich bin bei 3-5. Hast du Kopfhörer dabei? Willst du meine Kopfhörer nehmen? Die sind ziemlich geil. Die habe ich mir von der Arbeit geliehen. Wirklich, ich habe gefragt. Hast du Kopfhörer dabei? Möchtest du Kopfhörer? Die werden mit Bluetooth verbunden. Ja, ich bin alleine, außer jemand will mit mir kommentieren. So, dann wechsle ich mal meinen Platz. Also ich finde es sehr cool, dass das Dienchen wieder dabei ist. Die war das letzte Mal Season 1 im Januar. Glaube ich, das letzte Mal hat sie gespielt. Ja. Kommst du zu mir? Ja. Ja! Guck mal, da vorne liegt's. Also. Das heißt, zwei Supernoobs werden jetzt gleich... hier kommentieren. Ach, ich werde euch mal hier den Fernseher gerade ausmachen. Ich mobb dich nie. So. Ich mobbe nie jemanden. Du kannst das machen. Ihr seid verheiratet. Oh. Ich glaube, ich mache mir echt gleich die Heizung hier an. Ich muss mal gucken, irgendwo liegt da diese Fernbedienung. Ich bin eisig. Oh Gott. So. Eins reicht. Das Bild, das wir hier links haben, das ist Echtzeit. Oder? Ja, genau, okay. Das ist Echtzeit. Das ist Ilja. Ich stell mich einfach so hin mit Mikrofon, dann sehe ich gut aus, dann kannst du reden. Und oh. Ilja schnappt sich noch ein Schneebedeck. Ich sehe dein Handy. Ja. So, wir sehen The Nutmus gegen Talonflo. Den kenne ich nicht. Talonflo. Sagt mir jetzt nichts. Vielleicht jemand, der extra angereist ist. Das ist ein schlechter Spieler. Nee. Der bringt viel Zeit mit Analyse und ach so, und dran. Okay. Hat auch, glaube ich, einen eigenen YouTube-Kanal, oh. Auf dem er seine Kämpfe präsentiert. Entschuldigung.
dann muss ich da mal reinschauen, wenn ich es nicht tatsächlich schon mal gemacht habe. Dann PK gegen plus 0. Der Michael, MC Michael, den werden wir auch in der nächsten Runde sehen, gegen Fleckmon XL. You got reeked? Ach, der ist doch gekommen, weil der hatte sich ausgetragen. Ah, echt? Ja. Welche Überraschung? Gegen Flo. Opa Shop gegen Lulu Lena. Dancing Rob habe ich auch noch nicht bewusst wahrgenommen. Und die Sanne. Ich muss sagen, ich blicke bei diesen Namen nie durch. Also Freaker gegen Chaturn. Ja, Freaker ist der Dominik, Chaturn ist der Lange. Den kenne ich. Ja. Lia gegen Dienchen und die Sina Pink. Pinkberry Dragon, die uns den schönen Orden gebastelt hat. Gegen Sanchu Chao, kommt aus Bingen, wenn mich nicht alles täuscht. Also, ja. Es werden 5 Runden heute sein. Okay, dann können wir eigentlich das gleich einblenden. Ja? Ja? Okay. Ha, schon Favoriten für diesen Cup? Persönliche Favoriten? Mein persönlicher Favorit ist immer der Elie. Ja, Nuss sowieso. Und da sehen wir auch die Teams. Mhm. Ilja hat Shiftree, Alola Sandan. Hast du Musik an? Okay. Deswegen habe ich gesagt, das sind Bluetooth-Kopfhörer. Da musst du Musik drauf machen. Musst du Musik anmachen. Also quasi mit deinem Bluetooth verbinden. Ich meine, selbst wenn du uns hörst, sind sie denn angeschaltet? Also auf die Seite haben wir einen. Oh, englische Namen. Ulyroth, so Charizard. Ach, Shiftree. Cloyster. Ja, er hat sehr gute Kopfhörer. Und ein Zumpex. Ich glaube Swampart. Mhm. Aber sicher bin ich mir da nicht. Ja, okay. Ist ja nicht schlimm. Da werden jetzt noch kleine technische Handgriffe vorgenommen. Sieh einfach an. Bevor es endgültig losgehen kann. So, gleich geht's auch los. Ja. Also, das Austoss ist ja, war das Meta? Das ist ein bisschen off-Meta, ne? Das, ja. Etwas okay. Unerwartet. Bild ist eingefroren. Erneute technische Schwierigkeiten. Das heißt, der Kampf ist eingefroren. Der Kampf ist eingefroren, genau. Die müssen es jetzt gleich nochmal machen. Ich muss mir gleich vom Dienchen genau angucken. Ich bin gespannt. Dienchen hat lange nicht gekämpft. Ja. Den Stream sehen wir leider. Also den Chat sehen wir nicht. Ist das schlimm? Also wenn jemand Fragen hat, tut mir leid, ich kann gerade nicht antworten. Normalerweise. Aber ich könnte ja mein Handy gucken. Ich weiß nicht, ich musste mein Handy leider einschicken, deswegen habe ich die Twitch-App gar nicht mehr. Ich habe. Wir können ja bei mir mal drauf gucken. Ja. Nexus Ilya chillt. Huch! Ja. Oh. Jetzt haben wir einen kleinen Chat auch da. Die sehen so aus, als hätten sie noch ein Kabel, eine Kabelbüchse. Haben wir da nicht noch ein Kabel da? Oder? Ich glaube, wir haben kein Mikrofonkabel mehr da. Die ist drüben. Ja, okay. Das hätte ich. Ja. Habe ich ganz vergessen. So. Gar nicht dran gedacht. Jetzt geht's auch schon los. Genau. Jetzt wird gescannt. Oder auch nicht. Jetzt doch, ja. Okay. Magische Knöpfe. Ja, ich denke, das geht schon so. What's up with Ultimate CP? Ja, Dienchen gingen irgendwann die Bonbons aus. Ja. So, in die Staub. Staub. Nee, tatsächlich die Bonbons auch. Okay. Ich weiß nicht, ob bei Altaria. So, Marco, I just asked her. I have seen as she built the team and she told us that she didn't have enough candy. I don't know how this could happen, but it happened.
So. So, Altaria gegen Nocto. Ja. Es wird wahrscheinlich auch nicht wieder geschildert. Wieder nicht geschildert. Mhm. Aber bin gespannt. Doch, tatsächlich doch. Sehen wir ein Schild. Und, dann okay. Und jetzt switcht Ilya aus gegen die Nase. Die Nase. Die Nase. Wie heißt die Nase auf Deutsch? Probopass. Nee. Pro. Heißt das Probopass? Weiß ich gar nicht. Ich nenne ihn immer die Nase. Die Nase. Oh, aus das. Das wird schmerzhaft. Aus das. Okay. Aber Schild war gut eingesetzt. Jetzt hat sie nur den Nachteil, dass sie kein Schild mehr hat. Mhm. Und nur noch zwei Pokémon im Rennen, wovon eins dies nicht überleben wird. Wahrscheinlich nicht. ja. Also aus das ist ja klar ein Nachteil gegen die Nase. Die Nase. Die Nase, da wird jetzt auch keine Ladeattacke mehr kommen. Die würde sich aufbewahren fürs letzte Pokémon. Und wir sehen ein Tangolist. Ja. Dann gibt es ein Schein. Kante, keine Ahnung. Ach, also die englischen Namen, da tue ich mir schwer. Ich hatte das mal gelernt, aber... Ja. Ich hatte ein paar Monate mein Handy auf Englisch gestellt, um die englischen Namen zu ändern. Jetzt ja, zu mir zu merken. Ist natürlich. Aber ja, das war's. Da klappt nichts mehr. Ilya hat gewonnen. Das erleichterte Gesicht Ilyas. Ilya ist glücklich mit seinem Handy, mit seiner Musik, mit seinem Sieg. Also, ich glaube, das wird ein leichter Sieg für Ilya. Wenn ich das mal so vorsichtig sagen darf. Ja. Ihr könnt auch in Revanche gehen. Das war die erste Runde für Ilya. Ich bin gespannt, welche Veränderungen Ilya jetzt vornehmen wird. Mhm. Und wie Dienchen darauf reagieren wird. Oder Ilya denkt, passt. Ja. Nee, wir sind ja jetzt schon, jetzt sehen wir schon zwei Pokémon, die vorher nicht da waren. Ja. Okay. Ja, sehr cool. Hm. Wenn Dienchen jetzt mit ihrem Tangolist starten würde, dann wäre das natürlich gut für sie. Ah, wir sehen wieder Altaria. Hm. Ja, der Opener, das ist meist oft entscheidend. Mhm. Da haben wir wieder die Nase. Was kann Dienchen der Nase entgegensetzen? Ich weiß nicht, ob das so gut ist, mit Altaria drin zu bleiben. Wir können uns mal kurz die Meter angucken. Altaria ist nicht gut. Ilya lädt weiter seine Attacken auf, setzt gar keine Ladeattacken ein gegen Altaria, das klappt auch ganz gut. Oh, Glurak, ja, der kriegt direkt. Ne? Wenn Dietje das nicht schildert, dann ist Glurak weg. Ja, aber wenn sie die Attacke raushaut, dann hat die Nase ein Problem, aber Ilya hat zwei Attacken aufgeladen und da sind beide Schilde von Dienchen weg. Es ist aber auch unfair, dass Dienchen ausgerechnet jetzt gegen Ilya kämpfen muss. Ja, das ist tatsächlich wahr. Ich weiß nicht, ob das Sumpex so weit kommt. Das wird Ilya wahrscheinlich ja genau schilden. Mhm. Das war zu erwarten. Da kommt jetzt wahrscheinlich eine Matschattacke. Bodenattacke. Ja. Ilya farmt. Ilya farmt wieder seine Energie hoch. Ja. Wobei es ja eigentlich gar nicht nötig hat. Dienchen wirkt irgendwie genervt. Ja, sie ist konzentriert. Ja. Kommt da wieder ein Schild? Ja. Ja. Das war zu erwarten. Okay, jetzt hat Ilya keine Schilde mehr. Das macht aber nichts. Er wird jetzt, mit seiner Eisattacke Sumpex hart zusetzen, wenn nicht sogar umhauen. Oh, na, Sumpex. Auf jeden Fall hart zugesetzt. Na, ob Sumpex noch was raushauen kann, wahrscheinlich nicht. Das. Doch, da kommt noch eine Attacke von Sumpex. Okay, jetzt muss Ilya einstecken. Aber das ist nicht schlimm. Nee. Ilya hat noch ein ganzes volles Pokémon. Also ich glaube, Dienchen tut sich da keinen Gefallen mit diesem Altaria. Auch wenn es... Ja, als Opener vielleicht... Ja, also es ist nicht... Es müsste ein bisschen stärker sein.
nehme ich mal an. Muss ich doch mal, fragt die Tür. Muss ich noch mal verlieren. Also, die Runde ging. Also, Dienchen hat jetzt die Wahl, ob sie noch mal kämpfen will oder nicht. Na. Naja, das war ja tatsächlich ein sehr einseitiger Kampf. Ja, so kann's gehen. Jetzt finden sie noch ein paar Fachgespräche, weil Dienchen sagt, sie hat ein Schild nicht rausgekriegt. Ja, kann leider passieren. Leider haben wir das nicht gesehen. Oh, also, irgendwas ist hier. Achso, das alles, ist Ilias Handy. Ja, das ist sein Sperrbildschirm. Ich bin verwirrt hier. Ja, als nächstes werden wir Michael sehen. Aha. Mit, mal schauen. Wir haben einen klaren Ablauf, wer wann alles durchgeplant. Diesmal tatsächlich habe ich es geschafft, die Leute vorher festzulegen. Ich bin beeindruckt. Also, gell? Es wird von Mal zu Mal immer organisierter. Ja. Finde ich sehr gut. Ja. Okay. Ach ja, also, wo ist denn das? Ach, da vorne ist das. Jetzt hört man mich auch. Aber sollten die Gegner Magie. Nicht bei ihrer Wertung gematcht werden? Weil ich denke, Dienchen hat jetzt... Ich glaube, beim ersten Mal ist es egal. Da kann auch jemand Gutes gegen die, oder jemand Schlechtes gegen die Nuss gepaart werden. Und das entscheidet sich dann im Turnier quasi nach den Siegen. Jetzt hat Ilya einen Sieg, jetzt bekommt er jemanden, der einen Sieg hatte. Und Dienchen hatte ja... eine Niederlage und muss dann gegen jemanden kämpfen, der auch Felix spielt Runde 1 gegen Talentflow, der hat die Frankfurter Regionals letztes Jahr gewonnen. Ah, Talentflow hat letztes Jahr die Frankfurter Regionals gewonnen. Dieses Jahr bleibt spannend. Mainz hat sich beworben für die Regionals, Frankfurt meine ich auch. Mal gucken, ob es wieder nach Frankfurt geht oder ob es hier ist. Wenn es in Mainz ist, werden wir streamen. Sind die Turniere in Frankfurt größer als hier, oder? Nein. Aber wir haben diesen Monat nicht mal eins. Ich weiß nicht, ob die letzten Monate eins haben. Darmstadt doch genauso. Ach. Die sollen dann nach Mainz kommen. Hier sind immer Leute, die battlen wollen. What's up with Altari SCP? she didn't have the dust. Nein, ja, da ist der Ash. Ash hat die Pubertät überstanden. Ja. Oh Mann. Also. Verweilen wir jetzt hier oder wollt ihr nicht auf die... Ich würde sagen, wir bleiben stehen, weil gleich kommen ja die nächsten. Aber wir können uns ja die Muffins holen. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Oder? Ja. Kannst du mir gerne geben. Wir gucken uns mal die Kopfhörer an. Und natürlich die Mini-Muffins mitnehmen, weil das ist natürlich viel wichtiger. Achso. Ja, wenn wir die Regionals nach Mainz bekommen, werden wir es natürlich auch streamen. Und dann werden wir coole Leute sehen. Jetzt werden wir ganz kurz in die Werbung schalten, bis die zweite Runde startet.